ich habe ein Hobby und zwar sammle ich Anleitungskassetten von Zauberkunststücken. Ja, das ist echt lustig, das ist ein analoges Hobby quasi, ein Oldschool-Hobby. Das sind richtig hier so Kassetten. Das ist lustig, das gab es so in der Zeit, bevor es Videos gab. Da konnte man so Kassetten kaufen. Und da ist dann hier zum Beispiel, habe ich heute neu gekriegt mit der Post, Las Vegas präsentiert. Die verschwindende Zigarette. Sie brauchen eine Zigarette und ein Tuch. Ein Tuch ist dabei. Zigarette habe ich nicht. Hat jemand eine Zigarette für mich? Hallo? Stille? Ja. Die Vorstellung wird dann kurz unter... Ach, guck mal, so. Dankeschön. Ja, das Gleiche. So, ich hab die Kassette halt noch gar nicht gehört. Ist jetzt ein kleines Experiment. Ich hoffe mal so, wir kriegen das hier irgendwie hin. So. So, hier Kassettenrekorder. Bluetooth, ohne Kabel natürlich, heute alles. So, mal hier auf Play drücken. Ah, es geht. Krass. Las Vegas und Magic Entertainment präsentieren Ihnen diese Hörkassette. Unterrichtsstunde 1. Fingerfertigkeit. Wollen Sie Zauberkünstler werden? Haben Sie alle Requisiten bereit? Bitte nicht vergessen, nie vor Publikum üben. In dieser Lektion erklären wir Ihnen das Verschwindenlassen einer brennenden Zigarette. Für dieses Kunststück benötigen Sie Folgendes: Eine Zigarette, ein Tuch aus echter Kunstseide, ein Feuerzeug und viel Glück. Beginnen wir also. Verbergen Sie zu Beginn die Zigarette in Ihrer rechten Hand. Achten Sie auf eine natürliche Haltung. Nachdem es Ihnen gelungen ist, vollkommen unverkrampft dem Publikum gegenüber zu stehen, können wir beginnen. Lassen Sie die Zigarette erscheinen. Sehr gut. Bedanken Sie sich für den Applaus. Und die Zigarette von oben nach unten. Machen Sie einen intelligenten Eindruck. Zünden Sie die Zigarette an. Das Feuerzeug ist in der Tasche. In Ihrer rechten Hosentasche. Bitte. Nehmen Sie nun das Seidentuch und stecken Sie die Zigarette hinein. Achtung! Kein Rauch soll sichtbar sein. Was das Publikum nicht weiß, ist die Tatsache, dass die Zigarette nie in das Tuch gesteckt wurde, sondern immer noch in ihrer rechten Hand verborgen ist. Erinnern Sie sich an die natürliche Haltung? Der Erfolg dieses Kunststücks liegt einzig und allein in Ihrer natürlichen Haltung. Stopfen Sie nun scheinbar die Zigarette ins Tuch. Jetzt können Sie mit einer souveränen Geste das Tuch leer vorzeigen und den wohlverdienten Applaus entgegennehmen. Ich glaube,